Ja, hallo, liebe Leute. Gestern war der große Tag der Regierungserklärung der Frau Ministerpräsidentin Kraft, die uns ihre Pläne für die Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalens vorgestellt hat. Sie hat da also einen umfangreichen Katalog an Maßnahmen vorgestellt, wie sie sich vorstellt, dass wir Nordrhein-Westfalen fit für die Zukunft machen können. Uns kam das so ein bisschen sehr vor wie ein Sammelsurium von unterschiedlichsten Maßnahmen, die also wenig miteinander zu tun haben und an der die Landesregierung in aller Regel auch gar nicht beteiligt ist, die also unabhängig von irgendwelchen politischen Rahmenbedingungen in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Das haben wir dann in relativ deutlichen Worten zu verstehen gegeben, dass uns das nicht reicht, dass es eben nicht nur darum geht, ja, so einzelne Maßnahmen herauszustellen, sondern dass wir sowas brauchen, wie man die ganze Gesellschaft auf die Herausforderungen vorbereiten kann, ne? Auch die Welt des Lernens, die Welt des Arbeitens, all diese Bereiche, die sich in Zukunft verändern werden durch das Internet. Und wir haben deswegen auch vorgeschlagen, es müsse doch ein Ministerium geben, welches das Internet in den Blick nimmt und da federführend für zuständig ist. Das ist nämlich bislang verstreut auf die unterschiedlichen Ressorts und fällt deswegen in der Regel doch irgendwie hinten runter. Und da die Frau Ministerpräsidentin das mit dem wunderschönen Spruch Megahertz, Megabytes bzw. Megabits mega stark vorgestellt hat und das auch mehrfach Thema war, dass das mit Megahertz und Doppelherz und so, haben wir uns überlegt, wir wollen doch der Frau Ministerpräsidentin ein kleines Geschenk machen und haben dafür ein Doppelherz besorgt, damit sie auch die ausreichende Kraft findet, die anstehenden Änderungen zu bringen. Aber leider hat sie sich da sehr schmallippig gezeigt und wollte unser Geschenk nicht annehmen. Sehr schade. Ich bedauere das. Aber nichtsdestotrotz, das war ein erfolgreicher Tag. Wir haben, ich denke, unsere Kritik daran sehr deutlich gemacht und das ist auch angekommen.